Sie sind rasend schnell oder können sogar fliegen. Das sind die Autos vom 21. Jahrhundert. Sie heissen Bloodhound, Carplane und Transition. Ein ganz besonderes Projekt in England soll Kinder und Jugendliche mehr für Technik und Mathe begeistern, nämlich der Bluthund oder in Englisch der Bloodhound SSC Supersonic Car. Er soll das schnellste Auto der Welt werden und mit 1600 km pro Stunde über die Piste rasen. Das ist eine Strecke von 4 Fußballfeldern in einer Sekunde. Der Bloodhound ist dann schneller als eine Kugel aus einer Pistole. Möglich machen das seine Triebwerke. Bei der Konstruktion kommen neueste Erkenntnisse und Materialien aus der Luft- und Raumfahrttechnik zum Einsatz. Das Entwicklerteam will mit dem Bloodhound den aktuellen Landgeschwindigkeitsweltrekord von 1997 brechen. An einem fliegenden Auto wird jetzt gerade in Deutschland getüftelt, am Carplane. Er soll sich innerhalb von 15 Sekunden von einem Auto in ein Flugzeug verwandeln lassen. Der Carplane hat 2 Rümpfe, dazwischen werden die Flügel während der Fahrt auf der Straße versteckt. Antrieben wird der Carplane von einem Propeller. Auf der Straße soll er etwa mit 176 km pro Stunde unterwegs sein und in der Luft ein bisschen schneller mit 210 km pro Stunde. In Amerika ist man schon einen Schritt weiter. Der weiße Flitzer namens Transition, der sich auch mittels Knopfdruck von einem Auto in ein Flugzeug verwandeln lässt, soll bereits nächstes Jahr in Serie gebaut werden. Der Transition hat schon zahlreiche Starts und Landungen erfolgreich gemeistert. Vielleicht stehen ja schon bald ganz viele Transitions anstatt Autos in der Garage in den USA. Zum Schluss noch eine ganz besondere Art von Verkehr, der kombinierte Verkehr. Da kommen verschiedene Verkehrsmittel zum Einsatz. Das heisst, dass Ware in Container zum Beispiel zuerst auf Schienen transportiert und nachher auf Lastwagen umgeladen werden. Auch Schiffe werden häufig für den Transport gebraucht. Mit dem will man die Umwelt und Strassen entlasten.